Mein Name ist Robert, ich bin einer der Gründer von VogueTech. Philipp Wallinger, mein Mitgründer, sitzt vorne im Publikum. Den könnt ihr dann gleich mit Fragen durchlöchern, der ist da sehr fachkundig. Ja, was hat jetzt dieser junge Mann mit unserer Geschichte zu tun? Und zwar, das ist Thomas und Thomas macht Podcasts. Und er hat das über die Jahre relativ gut gemacht und hat relativ viele Zuhörer, das sind ungefähr um die 1000 jede Folge, er ist damit total happy. Aber Thomas merkt, dass irgendwas noch nicht so ganz stimmt. Also irgendwie ja, ist er noch nicht so ganz zufrieden mit seinen Ergebnissen, weil er denkt, diese 1000 Hörer, die haben doch ein Wissen, die haben doch Erfahrungen, die haben doch Fragen, die haben doch Feedback ohne Ende. Also die wissen doch viel, viel mehr als ich selbst. Und da hat er das Gefühl, irgendwas verliere ich da, irgendwas geht mir durch die Lappen. Und ja, eines Tages trifft er seinen guten Freund Peter. Der Peter erklärt ihm dann, du, es gibt doch ein Problem für deine Lösung. Und das heißt VogueTech. Und Thomas denkt dann, VogueTech, wie, was? Und was ist denn das genau? Und an der Stelle kommen wir ins Spiel. VogueTech ist eine Plattform, ein Tool, was Podcastern dabei helfen soll, ihre Zuhörer in ihre Formate mit einzubinden und zu integrieren. Wir wollen das Engagement und die Interaktion fördern und quasi ein neues Content-Format schaffen, an dem Zuhörer teilnehmen können. Ja, quasi ganz im Sinne eines Mitmach-Podcast-Tools, so wie wir das nennen. Wie funktioniert das Ganze? Also wir haben eine App und einen Webplayer, über den man eine Call to Action, so nennen wir das, also eine kurze Sprachnachricht aufnehmen kann. Das kann eine Frage sein wie, wie steht ihr zum Thema XY, was würdet ihr euch für den nächsten Podcast wünschen? Also es können ganz kurze Beiträge sein oder einfach Fragen und Umfragen oder Diskussionsanregungen, die halt die Zuhörer dazu anregen sollen, teilzunehmen und mitzumachen. Das Ganze kann man per Embed-Link auf seiner Website direkt einbinden. Das haben wir in der Mitte mal dargestellt, wie es bei einem Radiosender, bei Bayern 3 in dem Fall aussehen könnte. Und am Ende, das sieht man jetzt nicht so gut auf dem Hintergrund, kann man die gesammelten Inhalte dann für seinen eigenen Podcast verwenden. Ich gehe jetzt mal ins Detail und zeige, wie das genauer ausschauen kann. So, das hier ist unser Administrations-Dashboard. Das erkennt man irgendwie nicht so gut, oder? Doch. Okay, das ist unser Admin-Dashboard. Hier können wir quasi unsere Audionachricht, unsere Call-to-Action ganz einfach aufnehmen, hochladen. Das werden wir jetzt mal tun. Das ist jetzt, hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Das werden wir hochladen. Das können wir betiteln Subscribe 9 und VogueTech, das ist der Titel, haben dann auch geografische Daten, das hat dann etwas mit der App zu tun, auf die App komme ich später nochmal zu sprechen und können das Ganze dann publishen. So, dieses Dashboard, was der Podcaster benutzt, um seine Themen zu erstellen, schmeißt ihm nun einen Link aus. Diesen Link kann man dann nehmen, öffnen, oder auf seinen Social-Media-Kanälen teilen oder über seine vorhandenen Kommunikationskanäle teilen und gibt seinen Zuhörern die Möglichkeit, über jedes Gerät, über unsere App oder über jedes mögliche Gerät direkt teilnehmen zu können. Jetzt können wir mal kurz reinhören. Gut, der Sound funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ich schätze, das liegt an der Technik. Aber ist jetzt in dem Fall, müssen wir darüber hinwegsehen. Und der Zuhörer könnte jetzt direkt hier einen Audiokommentar aufnehmen und sagen, hey Robert, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir freuen uns, dass ihr uns so ein nettes Tool zur Verfügung stellt. Das Ganze nochmal anhören, betiteln, Feedback und die ganze Sache veröffentlichen. Jetzt wäre in diesem Player quasi diese Veröffentlichung und das Besondere daran ist, dass es für jeden zugänglich ist. Das heißt, jeder Zuhörer kann darauf zugreifen, sich das anhören, selber einen Unterkommentar verfassen, wenn er jetzt zum Beispiel mit dem Thema oder mit dem Feedback nicht einverstanden ist oder einverstanden ist, kann er das bekräftigen, dem widersprechen oder einfach einen eigenen Kommentar verfassen. Durch unser vorgefertigtes Rating-System, also Daumen hoch und Daumen runter, kann man im Vorfeld dann auch noch wie so einen kleinen Community-Proof reinholen. Wenn man dann mehrere Antworten hat, sieht man ganz genau, die Antwort wurde hochgeliked, die Antwort wurde runtergeliked oder die Frage oder je nachdem welches Thema wurde hoch oder runtergeliked und weiß dementsprechend schon, was die Community gut findet und was nicht.
Genau. Alle Informationen laufen immer zurück in euer Admin-Dashboard. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Vogue, so nennen wir unsere Sprachnachrichten oder die sogenannten Call to Actions. Kannst du kurz ein bisschen rein zoomen, weil sonst kommt im Stream nur Pixelbrei, auch wenn wir Full HD haben. Wenn du das ein bisschen größer machen könntest, wär super. Einmal Command Plus, bitte. Ich kann leider nicht reinzoomen. Ich weiß nicht warum. Okay. Schlecht. Irgendwas. Irgendwie sind wir mit der. Dann müssen wir damit klarkommen. Stimmt. Nicht ganz. Aber ja, ich hoffe, es geht so trotzdem. Und ja, hier sehen wir jetzt unser Thema, was wir erstellt haben, was wie gesagt von dem Podcaster erstellt wird, was beispielsweise eine Frage oder ein Feedback bitte sein kann. Die Score, wie oft gewortet wurde, wie viele Antworten es gibt. Man kann diese Audiodatei jetzt auch runterladen und direkt in seinem Podcast einspielen und die Tonspur die Tonspur der Zuhörer verwenden. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir, wie gesagt, diesen Embed-Schnipsel können wir direkt auf unserer Website einbinden. Das zeige ich euch gleich noch genau, wie das ausschaut. Und hier unten sehen wir die Antworten. Und das ist soweit das Interface, was der Podcaster zur Verfügung gestellt bekommt, um eben Content-Management zu betreiben. Hoppa. So, gehen wir hier wieder zurück. Genau. Wir haben natürlich auch einige Beispiele mitgebracht. Das hier ist jetzt ein Beispiel, wie es einer von unseren Partnern genutzt hat. Digital Kompakt, der Podcast. Sehr, sehr bekannter Technologie-Podcast, der sich sehr, sehr viel mit dem Gründertum auseinandersetzt. Und der hat einen digitalen Newsletter, den er über Facebook Messenger, WhatsApp und Insta und so weiter teilt. Und hat in diesen Messenger VogueTag integriert und hat jetzt quasi gesagt, ich habe ja ein neues Tool, wir haben einen Experten, die haben so eine Sprechstunde, wo Experten Fragen aus der Community beantworten, und hat in diesem Zusammenhang den VogueTag-Link geteilt. Und wenn man diesen Link klickt, kommt man, wie gesagt, auf unseren Player, und wir sehen jetzt hier im Player, dass es mehrere Antworten gab, die hoch und runter geratet sind. Also wir sehen direkt, welche Themen die Community oder welche Antworten die Community am meisten interessiert haben. Das kann ich gleich auch nochmal live vorspielen, wenn wir dann den Ton soweit zusammenbekommen. Und das ist ein ganz, ganz passendes Beispiel dafür, wie man VogueTag einfach den Link über seine vorhandenen Kommunikationskanäle teilen kann und direktes Audio-Feedback von seiner Community über unseren Player sammeln kann. Ein nächster Use Case, den wir haben, ist der Oh Baby Podcast. Kennen viele von euch sicher. Unbedingt mal reinhören, sind ein paar schlüpfrige Themen dabei, die aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr unterhaltsam sind. Und hier sind wir die perfekte Alternative zum anonymen Content oder zur anonymen Content-Sammlung in Audioform. Nicht so wie WhatsApp, wo man eben mit seinem Gesicht dafür steht und dann zeigen muss, wer man ist, besonders wenn es um heikle Themen geht. Bei uns ist das eben die anonyme Möglichkeit, und das ist jetzt ein Screenshot von der Website, wie wir per iFrame-Schnipsel auf der Website direkt eingebunden werden können. Und man sieht schon das erste Thema, die Affäre mit der Nachbarin, da hat jemand Freude am Leben. So, der nächste Use Case, den wir durchgeführt haben, oder der nächste Pilot, den wir gestartet haben, war mit den Erfolgsfans. Wie kann es anders sein? Das ist ein FC Bayern Podcast. Ich hoffe, hier sind nicht zu viele Bayern-Fans jetzt. Hier hat der Kollege gezeigt, dass man, wie es eben ausschaut, wenn man den Link über seine Social Media Plattform teilt und in seine vorhandenen Kommunikationskanäle eben per Link teilt. Man sieht direkt, es gibt ein Bild dazu, es gibt den Titel und unten ganz kurz: Give your posts more emotions and expressions by using VogueTag. Also die Kommunikation, die wir halt damit vorantragen, ist halt, die Sprache ist sehr, sehr viel authentischer und persönlicher als irgendwelche schriftlichen Fragen oder Textinhalte. Zusammenfassend zu diesem Thema kann man sagen, also wir geben einem die Möglichkeit, per ganz einfacher Call to Action, wie einer kurzen Frage an seine Community, eben Content aus seiner Community zu sammeln. Und diesen Content kann man nehmen, der ist dann, wie gesagt, in unserem Admin-Dashboard sehr, sehr sauber unterteilt, den kann man nehmen, in seinen Podcast einbinden und daraus halt mehr Content kreieren und die Nutzerfragen einspielen, die Nutzerfragen wiederum kommentieren und so eben seinen Inhalt füllen. Oder seinen Podcast mit Inhalt füllen.
Es gibt natürlich noch weitere Use Cases, die wir haben. Jetzt gehe ich kurz auf einen Piloten ein, den wir mit Bayern 3 gefahren sind. Bayern 3, ein Radiosender, ein großer Radiosender, der eben ein ähnliches Problem hat. Er bespielt seine Zuschauer nur, heißt, er kann keinen Dialog schaffen. Es gibt einfach kein Feedback aus der Community. Und alles ist interaktiver geworden. Die Zuschauer, beziehungsweise Zuhörer wollen teilnehmen, die wollen reden. Und Bayern 3 ist aus diesem Grund auch mit uns zusammengekommen, um zu sagen, wir wollen unseren Zuhörern endlich auch eine Stimme in unseren Formaten geben. Und hat eben dieses Format Soll ich oder soll ich nicht, wo Zuhörer per E-Mail halt Themen reinschicken und sagen, soll ich Oma und Opa sagen, dass meine Kinder zu sehr verwöhnt werden? Und dieses Thema wird dann auch über VogueTag erstellt, hier per iFrame-Schnipsel wieder auf der Website von Bayern 3 eingebunden. Und man sieht schon, es gibt sehr, sehr viele Community-Antworten, die auch immer betitelt sind. Und wenn man sich die jetzt anhört, was jetzt leider gerade in dem Fall nicht möglich ist, weil wir ein bisschen technische Probleme haben, könnten wir halt reinhören und schauen, was denn die Community dazu zu sagen hat. Und das geht von ganz kurzem Beitrag wie finde ich gut oder finde ich nicht gut zu wirklich inhaltlich starken Mini-Podcasts, wo man sagen kann, ein Zuhörer nimmt sich wirklich 3, 4, 5 Minuten Zeit, um seine Geschichte zu erzählen. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass diese Form von Audioinhalt einfach sehr, sehr viel authentischer, persönlicher ist und das Programm ganz, 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 ganz anders füllen kann und einfach viel, viel, viel mehr Mehrwert mit sich bringt. Dann haben wir noch einen weiteren Use Case, der sich jetzt nicht unbedingt auf auditive Medien stützt, sondern eher visuelle Medien und Blogs. Wir haben einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Piloten mit der Blauen 24 gestartet. Das ist das Fanforum von 1860 München mit extrem starker Fanbase. Und hier ging es auch um das Thema, hat das Grünwalder eine Zukunft, das neue Stadion? Und einige Fans haben sich zu Wort gemeldet und eben diesen visuellen Inhalt, den ein Blog hat oder eine Website hat, auch auditiv gestaltet. Heißt, wir haben ein komplett neues Content-Format geschaffen auf einer Website, die davon lebt, dass Leute draufschauen und lesen und keine Inhalte konsumieren können, ohne etwas anderes dabei zu tun. Und das ist eben die Stärke von Voice und von Audio. Und wenn das dann auch Community-basiert passiert, ist das für das gesamte und oder für die gesamte Page einfach nochmal sehr, sehr, sehr viel binden dafür für den Zuhörer am Ende. Jetzt haben wir nochmal unsere Use Cases zusammengefasst. Wir sind natürlich offen für weitere Ideen. Ihr seid die Community, ihr kennt euren Zuhörer. Vielleicht hat euer Zuhörer noch irgendwie ein anderes Bedürfnis, mit euch zu sprechen. Und da könnt ihr jederzeit auf uns zukommen. Aber so die bisher bekannten und funktionierenden Use Cases sind halt, dass man seine Community nach Feedback fragt. Also wirklich, was könnte ich denn theoretisch verbessern? Hat einer eine Idee zu diesem oder jenem Thema? Lasst mich nochmal wissen, was ihr über meine Formate denkt oder was ihr gerne von mir hören würdet. Dann Q&A, Question and Answers. Viele Podcaster haben ziemlich starke Communities, die gerne auch ihren Idolen, also den Podcastern an sich, vielleicht mal eine Frage stellen würde. Und hier bietet sich VogueTag auch an zu sagen, hey, liebe Community, liebe Zuhörer, fragt mich doch mal, was ihr mich schon immer fragen wolltet und ich antworte euch im Player. Heißt, der Player bleibt ein endloses Frage- und Antwortforum mit eurem Lieblingspodcaster, was auch nochmal wirklich ganz, ganz andere Türen zu eurer Community öffnet. Hier haben wir das in Pre- und Post-Ausstrahlung übertragen. Das kann man sagen, Pre bedeutet, bevor der Podcast ausgestrahlt wurde, kann man schon mal Fragen sammeln, die man dann danach in den Podcast einspielt. Und Post bedeutet einfach nach einem Podcast Themen nachbesprechen lassen von der Community. Podcast XY wurde aufgenommen. Wie fandet ihr das Thema? Raus damit. Und dann soll die Community ins Rollen kommen und darüber mit euch sprechen können. Der Zuhörer-Mini-Podcast ist ein sehr, sehr, sehr passendes Format, was die Erfolgsfans genutzt haben, wo sehr, sehr, sehr aktive Nutzer sind, die Beiträge über 3, 4, 5 Minuten aufgenommen haben, die dann in den Podcast eingespielt werden können und quasi für euch die Arbeit übernehmen und für euch Content kreieren und den ihr dann einfach nochmal wieder kommentieren könnt und daraus quasi aus der ganz kurzen Call to Action von euch sehr, 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 sehr viel Content kreieren könnt. Und Challenges, das ist der letzte Punkt,
der ist sehr, sehr, sehr weit ausgelegt. Also da kann man extrem viel machen, wie beispielsweise, zeigt mir euer Talent. Vielleicht könnt ihr eine besondere Stimme imitieren oder vielleicht gibt's da draußen Leute, die eine besondere Fähigkeit mit ihrer Stimme haben und möchten einfach mal bei mir zeigen, was sie denn da drauf haben. Also komplett neue Formate entdecken, komplett neue Formate entwickeln und da einfach unfassbar kreativ sein und seine Community einfach sehr, sehr kreativ werden lassen und den Besten dann beispielsweise küren, indem man sagt, hey, ich lade dich mal in ein Live-Interview in meinen Podcast ein oder wie auch immer. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wir sind immer dankbar dafür, wenn ihr auf uns zukommt und vielleicht neue Ideen entwickelt und neue Formate entwickelt, die wir auch noch einbinden können oder mitbringen können. Was sind jetzt zusammengefasst die Vorteile, die wir mit VogueTech bringen? Einerseits ist es die Interaktion und das Engagement. Also wir animieren eure Zuhörer dazu, mit euch zu interagieren. Und der Trigger oder der Auslöser dafür seid ihr selbst mit eurer Stimme und mit eurer Anregung an die Community. Durch Interaktion mit eurer Plattform entsteht eine Bindung, also es entsteht ein Engagement mit eurer Marke, mit euch als Person und die Zuhörer können sich mit eurem Format mehr identifizieren, weil sie mehr oder weniger auch Teil von eurem Format werden und ihr für sie direkt greifbarer werdet. Das führt natürlich dazu, also Interaktion führt immer zu Content und Content ist am Ende King, wie man so schön im Marketing sagt, also Content, der von euren Zuhörern für euch kreiert wird. Also ihr könnt, wie gesagt, mit einer kurzen Umfrage von 30 Sekunden, wo ihr ein bestimmtes Thema ansprecht, aus eurer Community Feedback sammeln in Audioform, das ihr in eure Plattform oder in euren Podcast einbinden könnt und quasi lasst ihr eure Community euren Content kreieren. Und ja, dann gibt's verschiedene Meinungen. Der eine vertritt diese Meinung zu einem bestimmten Thema, der andere diese. Und Content oder Inhalte beflügeln Inhalte. Hoppa. Und so fangen eure Leute an, auf einmal miteinander und untereinander zu diskutieren und untereinander zu sprechen und liefern euch einfach die Inhalte, die ihr nehmt und in eure Podcasts einbaut, ohne dass ihr da extrem viel Arbeit reinstecken musstet. Und kommen wir zum dritten Punkt. Ich sage im Vorfeld dazu, es ist ein absolutes Zukunftsthema. Ich krieg schon den Blick von dir, weil du auch sehr viel über Monetarisierung sprichst. Monetarisierung im Podcast-Bereich ist natürlich noch ein absolutes also nicht vollständiges Zukunftsmodell, aber dadurch, dass wir einen Player schaffen, den ihr auf euren Plattformen einbinden könnt, bieten wir Raum zum Konsum und Raum zur Monetarisierung. Heißt, die Nutzer bleiben länger auf eurer Plattform, hören sich die Sprachnachrichten aus der Community an und da gibt es die Möglichkeit, beispielsweise nach einem Spotify-Modell, nach jedem vierten oder fünften Clip, den man sich anhört oder nach jeder vierten oder fünften Datei, die man sich anhört, eine kurze Audio-Werbedatei einzuspielen, die halt themenrelevant ist, um den Nutzer da nicht irgendwie mit nicht sinnvoller Werbung zu bespielen. Es ist ein absolutes Zukunftsprojekt, aber wir sind davon überzeugt, dass es in dem Markt noch einige Veränderungen geben wird und wir wollen dazu beitragen, dass dieses Werbeformat umgesetzt werden kann langfristig. Wir haben natürlich auch noch, das ist jetzt das wesentliche Produkt, wir haben natürlich auch noch einige Ausblicke und Zukunftsideen, wie es weitergehen soll. Da gehen wir auch nochmal auf unsere App ein, die es bereits auf dem Markt gibt, also die müsst ihr euch auch gleich alle nochmal genauer anschauen, das ist eine sehr spannende Kiste. Kommen wir zum ersten Punkt. Wir helfen dabei, SEO, also Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, weil jede nutzergenerierte Audioantwort, die erzeugt wird, erstellt eine eigene Landingpage im Internet. Diese Landingpage wird durch Transkription der Sprachnachricht, also der Transkriptionstext, fließt in die Metadaten dieser Landingpage und wird im Internet auffindbar. Entschuldigung. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Thema kreiert habt, wie steht ihr zur politischen Bewegung in Deutschland, XY, und das wird gegoogelt, dann ist das durch das Transkript auffindbar. Und man kann durch diese Google-Suche eben auf euer Audioergebnis kommen und sich die Unterhaltung eurer Community anhören. Und hier bestehen dann Möglichkeiten, durch Backlinks zu eurem Podcast oder zu eurer Plattform eine Verbindung zu euch als Podcaster herzustellen. Da können wir später noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Ich wollte das nur kurz anschneiden, weil das ist ein Thema, was man komplett für sich noch mal ausarbeiten könnte. Aber grundsätzlich ist mitzunehmen, dass die Möglichkeit besteht, dass wir eben Audio für Google findbar machen und dadurch auch euch als Podcast findbar machen, wenn ihr genug Content über dieses Tool und über diese Plattform nach draußen schickt oder kreiert.
Kommen wir nun zur VogueTech-App. Die App gibt es bereits. Es gibt einen Hauptfeed, also ich fasse mal kurz zusammen, was die App grundsätzlich macht. Es war nämlich unser erstes Projekt und unser erstes Produkt. Und die App ist eine offene Kommunikationsplattform, in der jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, von seinem Aussehen oder unabhängig von dem, was er darstellt, seine Meinung, Idee, Vision oder was auch immer mit anderen Menschen per Sprachnachricht teilen kann. Es gibt keine Profile, es ist komplett anonym und jeder kann einfach seine Idee mit der Community und mit den Menschen teilen und wird immer jemanden finden, der zu dem Thema oder zu der Frage, die man gerade gestellt hat, eine passende Antwort hat. Und es entstehen ganz, ganz fantastische Unterhaltungen. Und ich würde gerne euch noch ein paar Beispiele zeigen. Ich glaube nur leider, dass wir leider ein paar Tonprobleme haben, nicht so gut da zurechtkommen werden. Aber ich werde sie euch trotzdem kurz mal zeigen, wenn sie denn will. Sie will aus irgendeinem Grund nicht. Ja, es ist echt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte, aber das hält uns nicht auf. Dann gehen wir einfach nahtlos weiter. Schade, aber genau, die App soll langfristig, also jedes Thema, was über unser Audio-Tool erzeugt wird, fließt auch automatisch, also wenn ihr das möchtet, in die App. Und die App ist dann quasi wie ein Sammelbecken aus allen Podcastern, die mit unserem Tool arbeiten, ein Sammelbecken, das allen Content in sich sammelt und bündelt und für jeden zugänglich ist. Und wenn wir in der App eine Community schaffen, schaffen wir eine Plattform für euren Podcast. Und jeder Podcaster soll bei uns langfristig einen eigenen Channel haben, ein eigenes Profil, um Community Management betreiben zu können, um mit seinen Zuhörern kommunizieren zu können. Und das sehen wir als sehr, sehr spannendes Zukunftsprojekt. Und die App gibt es wie bereits, die VogueTech-App. Gerne mal reinschauen und untereinander sprechen und sich austauschen. Wonach suchen wir hier? Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, deswegen kürze ich ein bisschen ab. Wonach suchen wir? Wir suchen nach Kooperation. Wir wollen unser Tool ergänzen. Wir wollen die Plattform weiterbringen und nach vorne tragen und arbeiten gerne mit dem ein oder anderen Player zusammen, um auch unsere Audio-Kommentarfunktion einbinden zu können. Also da könnt ihr jederzeit auf uns zukommen und da sind wir offen, um mit euch zu sprechen. Wir sind offen für Feedback. Kommt auf uns zu. Habt ihr Anregungen? Habt ihr Ideen, wie man das Produkt besser machen kann? Redet mit uns. Ganz, ganz wichtig. Wir suchen auch nach Investoren. Das Ganze ist in einer Pre-Seed-Runde, also Angel-Investoren. Einfach mal auf uns zukommen, wir unterhalten uns und wir werden einen Weg finden, wenn ihr die Reise, die wir gehen, spannend findet. Und natürlich zu guter Letzt, wir suchen nach Pilotprojekten und Partnern. Habt ihr eine coole Idee, wie ihr das Produkt einbinden könnt, gerne testen würdet, fragt uns, wir richten euch einen Account ein und ihr könnt das Produkt nutzen. Ja, wir haben noch einen eigenen Vogue aufgenommen, so nennen wir unsere Sprachnachricht, zur Subscribe. Ich werde das später auch noch im Slack-Channel teilen. Dort kann jeder eben unser Tool benutzen und zu meinem Vortrag einfach Feedback geben oder uns Fragen stellen oder einfach mit uns oder miteinander ins Gespräch kommen. Ihr werdet einen Weg finden, da bin ich ganz sicher. Und am Ende, ja, wir wollen dominieren und zwar die Interaktion in der Podcast-Szene. Kontaktiert mich gern, schreibt mir eine Mail, sprecht mich an oder den Philipp. Und wir freuen uns extrem, wenn wir aus diesem Projekt oder aus dieser Veranstaltung neue Partner mitnehmen können und einfach neue Freunde gewinnen, die unsere Mission mit VogueTech mitgehen, eben seinen Zuhörern eine Stimme geben zu können und diese Stimme in seine Formate einbauen zu können. Ich sag vielen Dank und ich glaube, wir haben noch eine Minute oder zwei für Fragen. Dankeschön. Vielen Dank, Robert. Philipp kommt auch noch mit aufs Spiel. Sehr schön. Da sehen wir euch beide mal. Hallo. Das ist der, glaube ich. Ja, irgendwas hat nicht geklappt. Wir hatten leider echt ein bisschen Unglück, dass das hier mit der Technik nicht geklappt hat, weil wir hatten noch echt ein paar coole Live-Beispiele, aber können wir gleich alles zusammen machen. Ihr habt eine Website, oder? Da kann man ja vielleicht auch noch mal reinhören. Oder einfach die App runterladen, ein bisschen durchhören, dann kann sich jeder mal die Live-Spiele. Christian hat eine Frage. Da gehe ich mal ganz hinten hin. Ich beeile mich. Ja, vielen Dank für euren Vortrag. Was mich noch interessieren würde, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ihr habt ja heute viel mitbekommen. Es wird viel über Podlove gesprochen, Ultraschall und so weiter und so fort. Also es gibt
verschiedene Ansätze und Projekte innerhalb der Community. Das erscheint mir jetzt doch ein Projekt zu sein, was so außerhalb dieses Universums noch ist, als Standalone-Lösung. Man kann es natürlich auf die Webseite integrieren. Schön fände ich es natürlich, wenn man das irgendwie miteinander verknüpfen könnte, also in Kontext bringt zum eigentlichen Podcast. Dort arbeiten wir ja mit Kapitelmarken. Es gibt da bestimmte Zeiten und vielleicht möchte ein Hörer zu einem bestimmten Thema an einer bestimmten Stelle im Podcast etwas dazu sagen. Das, denke ich, macht dann Sinn, weil man dann den Kontext ganz einfach herstellen kann. Ja, ja. Magst du, soll ich? Genau, also wir haben natürlich auch darüber nachgedacht und sind da sehr offen für Kooperationen, vor allem auch mit Podlove oder mit anderen Diensten. Und natürlich die Idee, dass man dann auch Audiokommentare an den jeweiligen dazugehörigen Stellen einbindet, also wie das zum Beispiel Spotify macht das oder so was? Irgendein anderer Dienst, also wo du wirklich dann Kommentare an der jeweiligen Stelle im Podcast aufploppen und du die dann anhören kannst, zusätzlich als weiteres, als zusätzliches Material, ist natürlich auch angedacht für die nächsten Versionen. Genau. Ich habe mir gerade mal eure Datenschutzbestimmungen und die Nutzungsbedingungen durchgelesen. Meine Frage ist, der Dienst erscheint mir ja gerade kostenlos. Ihr sucht Investoren. Investoren fragen ja, okay, womit machen wir Moppen? Jetzt ist meine Frage, was ist denn das langfristige Geschäftsmodell dieses Dienstes? Genau, also langfristig wird es ein Abo-Modell geben. Es ist natürlich noch in den Anfangsschuhen. Wir suchen jetzt nur nach Piloten, mit denen, die das Ganze mit uns testen, mit uns weiterentwickeln und zu einem wirklichen Produkt bauen oder machen, das dann auch kostenpflichtig sein kann. Wahrscheinlich ist es in der Podcast-Szene, in der Privat-Podcast-Szene eher so, dass es, dass da nicht so viel Geld unterwegs ist jetzt gerade. Wir werden das Produkt aber auf alle Fälle kostenpflichtig für Unternehmen anbieten, wie zum Beispiel große Publisher oder auch Unternehmen, die mit uns andere Use Cases fahren. Aber jetzt im ersten Schritt suchen wir einfach mal Piloten, um das Produkt, um den Proof einzuholen, um das Produkt weiterzuentwickeln, zusammen mit euch. Genau. Also nochmal ganz kurz dazu, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, unseren Dienst oder unsere Software einfach als SaaS-Lösung für Unternehmen anzubieten, die community-basierte Kommunikationslösungen suchen. Wir sprechen bereits mit Partnern, die daran interessiert sind, unsere Plattform als Standalone oder als White-Label-Lösung zu integrieren, um halt Community-Management auf kompletter Audio-Basis betreiben zu können. Und das ist natürlich auch ein massiver Weg der Monetarisierung, aber es gibt verschiedene Ansätze, aber da können wir gerne nochmal gleich ein paar Minuten drüber quatschen. Genauso wie mit so einem Werbemodell, dass man sagt, wirklich, man bietet Podcastern die Möglichkeit, Werbung einzubinden in den Kommentaren und davon selbst zu profitieren und wir würden davon natürlich auch einen Anteil bekommen. Ja. Genau. Okay, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ja. Danke nochmal Robert und Philipp auch, dass du noch mit hier warst. Danke. An VogueTag. Ja, danke euch.